Es ist eigentlich alles wie im Märchen. Er lebt in einer ganz bescheidenen Dreizimmerwohnung in Gladbruck. Doch dann erfährt er Simon Singh, sein lieblicher Vater ist ein ganz erfolgreicher Schauspieler in Asien und vor allem, er ist steirisch. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum heutigen Tagtäglich. Simon, der Glückspilz. Super, dass du gekommen bist. Ja. Wenn du jetzt am Morgen so aufstehst, sagst du, jetzt muss ich zuerst mich noch mal konzentrieren. Stimmt es eigentlich wirklich, dass ich im Prinzip auch in der Verwandtschaft Millionen habe? Ja gut, ich habe die Überlegung sicher auch schon gemacht. Ich habe schon auch geträumt davon, aber die Realität sieht natürlich anders aus. Ich bin ganz anderen Ort aufgewachsen. Ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, wo ich auch gerne bin. Und das Leben dort drinnen ist schon ein bisschen anders wie da. Aber trotzdem, ich meine, es hat sich ja im Prinzip von einem Moment auf den anderen alles geändert bei dir. Du hast jetzt gerade gesagt, das Leben spielt dann Geld für dich überhaupt keine Rolle? Geld ist sicher wichtig im Leben, aber ich sage es, also für mich jetzt persönlich sind andere Sachen viel wichtiger. Zum Beispiel, was mir dann sehr imponiert hat, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl von der Familie, wo man in der Schweiz viel zu wenig sieht. Wie, es gibt keine schwarze Schafe dort. Man tut jedes Schäfchen, das man hat in der Familie, tut man irgendwie aufpäppeln. Ist es auch wichtig, dass du endlich deinen lieblichen Vater kennengelernt hast? Dass du weißt, wer dein lieblicher Vater ist, wer dich gezeugt hat? Für mich war es sehr wichtig, weil ich auch erfahren habe, dass es ihm nicht so gut gegangen ist und ich irgendwie den Drang hatte, ihn noch kennenzulernen, bevor er vielleicht stirbt. Das ist meine Vorstellung. Also wenn du sagst, ihm nicht gut gegangen, hat er darunter gelitten, dass er seinen Sohn nie hat können in die Arme nehmen, dass er keinen Kontakt hat? Ja, es ist für ihn auch sehr schwierig, hat er mir erzählt. Er hat immer eigentlich an uns gedacht. Also ich habe ja noch Schwester, an mich gedacht, an meine Schwester gedacht die ganze Zeit. Und hat sich vielleicht auch ein bisschen Vorwürfe gemacht, wobei meine Mutter ist ja damals eigentlich gegangen, wieder zurück in die Schweiz. Und ja, man kann es anschauen, wie man will. Vorwürfe hätte er sich sicher nicht machen müssen, weil die Entscheidung ist auch bei meiner Mutter gelegen. Sie haben sich im Prinzip so entschieden für das. Also sie haben die Trennung gewählt und genau. Deine Mutter hat einen aktiven Schritt gemacht. Sie ist Schweizerin und sie ist zurück in die Schweiz gegangen. Richtig. Du bist von Beruf Sänger, du bist Künstler. Dein lieblicher Vater ist Schauspieler. Da kann man so sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Irgendwie ist Kunst dir auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ja, ich habe das lange nicht gewusst. Ich habe mich immer interessiert für die Musik, für Film, für Schauspieler. Aha. Schauspielersachen und so. Und ich habe dann mit 5 habe ich dann mal von meiner Mutter also durch die Blume habe ich gehört von ihr, dass sie gesagt hat, du Simon, irgendwie, sie hat mich einfach anders angeschaut, habe ich gemerkt. Aber sie hat mir nichts erzählt. Mhm. Und irgendwann viel später, als ich 12 war, hat sie dann gesagt, irgendwie sind da Parallelitäten da. Der Vater hat immer in diesem Business mitgemischt. In der Soundbranche, er hat in einer Band gespielt, nach der Schauspielerkarriere angestrebt. Und bei mir ist es eigentlich irgendwie parallel gelaufen. Nur, dass ich einen bodenständigen Beruf gelernt habe als Zimmermann. Das ist der Unterschied. Du hast Zimmermann gelernt und nebendran den Sängerberuf. Du bist 1998 in der Jukebox von Reto Peritz ab dem Tele24 gewesen. Und dann hat eine Zuschauerin dir eine Frage gestellt. Völlig überraschend am Telefon und hat gesagt, was würdest du machen, wenn du eine Frau wärst? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Okay. Wenn ich eine Frau wäre. Simon, du hast eine Vorahnung gehabt. Ja, eine Inspiration vielleicht vorhanden gewesen, ja. Wie war es in deiner Jugend? Ist dir immer bewusst, dass der Stiefvater, also er, wo du jetzt zusammenlebst mit ihm, dass es nicht dein lieblicher Vater war? Oder ist das für dich nie ein wichtiges Thema gewesen? Nein, das habe ich gar nie gemerkt. Also für mich ist er mein Vater. Also mein Stiefvater ist mein Vater. Er hat für uns geschaut und es ist uns gut gegangen, auch immer. Und auch heute noch. Gut, wir wohnen nicht mehr dort, aber es ist, also ich tue ihm das hoch anrechnen, auch meinem Stiefvater und ich das hoch anrechnen, was er gemacht hat für uns. Ich habe gehört, dass deine Großmutter an mich Briefe bekommen hat. Das ist der einzige Kontakt, also Adresse, die dein lieblicher Vater in Asien hatte. Er hat Briefe gerichtet, hat wieder in Kontakt treten, auch mit dir, mit deiner Schwester. Und die Großmutter hat das, glaube ich, nicht wieder zulassen. Ja, also er hat mir erzählt, dass er Briefe geschrieben hat, auch telefoniert hat zum Teil. Und die Großmutter ist sehr fest an uns gehangen. Also von der Mutterseite her, die Großmutter ist sehr an uns gehangen. Und sie hat, glaube ich, schon ein bisschen, dass wir steuern können,
dass nicht irgendwie dann der Fall eintritt, dass wir dann sofort wieder verschwinden von da. Und sie hat Angst gehabt, dass ihr, also ihre geliebten Enkel, dass die auf Asien gehen, dass die auswandern tun und dass sie nicht mehr in die Arme schliessen können. Richtig. Glaubst du, das ist ein kleines Motiv gewesen? Ja, weil wir haben ja dann, als wir zurückgekommen sind von Asien, haben wir dann eben auch eine Zeit lang bei der Großmutter gelebt, beim Großvater. Und das hat dann so ein bisschen auch eine Beziehung gegeben, so zwischen dem Vater, Mutter und Tochter und Sohn. Mhm. Also, obwohl es halt Großmutter war, wir sind dann ein, zwei Jahre dann so für ihn gewesen, und dann hat das irgendwie das Gefühl auch gegeben. Darum hat sie uns wahrscheinlich auf keinen Fall wieder retour gegeben. Also, Briefe hat es keine gegeben, Kontakt hat es nie gegeben. Ja, wie ist denn das jetzt gestanden, dass ihr endlich, du, deine Schwester im September, haben können auf Asien reisen? Wer hat die Kontakte hergestellt? Ist das ein reiner Zufall gewesen? Also meine Schwester ist eine sehr Neugierige und sie findet auch alles raus, wenn es muss sein. Und sie hat dann plötzlich, das war an einer Weihnachten, das letzte Jahr, hat sie herausgefunden, wo meine Tante wohnt. Und die war in Hongkong gewesen, hat den Kontakt hergestellt und dann ist natürlich klar, ist der Vater auch nicht mehr so weit weg. Und sie hat dann uns die Nummer gegeben und die ganze vollständige Adresse. Da war noch in L.A. und dann haben wir den Kontakt wieder können, wieder herstellen. Hast du schon telefonischen Kontakt, bevor jetzt nach Asien gereist bist, mit deinem Vater? Hast du mal können mit ihm reden am Telefon? Richtig, ja. Zumindest in der Nacht, morgen um 3 hat dann mal das Telefon geläutet. Ich habe gedacht, ja, welche wahnsinnige Leute mir jetzt auch um diese Zeit. Oder? Es könnte ein Kollege sein, ich habe so wahnsinnige Kollegen. Aber es war dann irgendwie so, ich habe ihn dann kaum verstanden. Und dann habe ich immer gefragt, wer ist es? Und dann hat er gesagt, Simon, I'm your daddy. Und dann habe ich gesagt, wow. Ich habe zuerst gedacht, ich gehöre nicht recht, oder? Und dann irgendwie, ich habe das irgendwie gar nicht geglaubt. Und dann hat er einfach angefangen zu brüllen. Also wir konnten gar nicht mehr reden. Das Gespräch ist irgendwie geändert, weil er brüllt hat. Oder? Und dann habe ich... Aber das ist ja unglaublich. Also morgen um 3 läutet das Telefon und da im Alter, du bist glaube ich etwa 35, 36, ja. Ist plötzlich hörst du eine Stimme und da heisst es «I'm your daddy». Ich bin dein Vater. Mhm. Wie hast du reagiert? Was ist in dir vorgegangen? Also bei mir natürlich alles irgendwie angefangen zu zittern und kribbeln. Ich hatte Schweißausbrüche gehabt. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Ich habe dann sofort der Schwester angerufen am nächsten Tag und gesagt, du, wie ist jetzt das passiert? Dann hat sie gesagt, ja, weiß, ich habe mit der Tante telefoniert gestern von Hongkong und so. Und dann habe ich ihr deine Nummer gegeben, meine Nummer gegeben und so weiter. Und dann ist das natürlich so schnell gegangen. Prompt am nächsten Tag, also ich bin morgen um 3 hat er mir dann angerufen. Und dann haben sie vereinbart, jetzt muss man sich sehen oder jetzt muss man einen Besuch machen. Ja. Wo du dann in Kloten gestanden bist, vor der Abreise, bevor du in den Flieger gestiegen bist. Wie war das Gefühl gewesen? Nach so langer Zeit, endlich auf dem Weg zu sein, zu deinem lieblichen Vater? Ich habe irgendwie das Gefühl habe ich irgendwie unterdrückt. Ich habe mir immer vorgenommen, ich warte ab, was passiert dann, und ich lasse jetzt auf mich zukommen. Hast du auch ein bisschen Angst gehabt, von dieser ersten Begegnung? Da könnte eine Person sein, die passt mir nicht, ist mir nicht sympathisch, ist mir vielleicht total fremd. Ja, es sind verschiedene Sachen, die mir durch den Kopf sind. Zum Beispiel, es könnte sein, weil es ja geheiss hat, er sei im Moment nicht gerade schlecht zuweg, ja. Sei im Spital gewesen. Da habe ich gedacht, hoffentlich ist er wieder zuweg, kann ich mit ihm auch kommunizieren und so. Das habe ich in dem Moment noch nicht gewusst. Dann sind andere Sachen gewesen, zum Beispiel, wie erlebt er und dann auch die Familie, die mich sehr bewegt hat oder in dem Moment. Ich sehe meine Großmutter, die lebt noch. Die hat vor 2 Jahren eine Herzoperation in Amerika. Und die gibt es also wirklich noch. Und ich schaffe es noch, sie kennenzulernen eigentlich. Und der Großvater leider, der hat es nicht mehr geschafft. Der ist vor 3 Jahren leider verstorben. Und die Großmutter aber Gott sei Dank kann ich wieder dürfen sehen. Also, jetzt werden unsere Zuschauer und Zuschauer sagen, jetzt muss der Simon erzählen. Der erste Moment, wie war es genau? Sind ihr gerade aufeinander zugestürmt? Haben ihr einander gerade in die Arme gefasst? Ist es eher ein zurückhaltendes gewesen? Vielleicht nur ein kleiner Handshake? Schilder uns den Moment. Also, als ich zu den Gepäckchen gegangen bin, der Flughafen dort ist ja nicht sehr gross eigentlich. In Penang. Genau, Penang. Also zuerst haben wir Penang angeflogen, genau. Und dann bin ich zum Gepäckding, habe meinen Koffer geholt und dann sage ich noch zu der Schwester, du, ich muss noch schnell Geld wechseln, weil die haben da ganz komische Währung da. Da komme ich mit Schweizer Franken nicht so weit, oder? Und dann bin ich dann dort an den Money Changer angestanden und dann hat es ein bisschen Kolonne gehabt und dann hat man natürlich rausgesehen.
Und dann sagt plötzlich meine Schwester zu mir, siehst du den dort draussen?